Neues Spiel, neue Saison, die GSP ist zurück mit F1 22. Unsere Liga 1 ging in Australien in Spielberg an den Start. 10 Kurven auf 4,3 Kilometer, Full Power, viel DRS, viele Überholmanöver. Auf der Pole Position Playtendo vor Justin, dann Axelinho und Danger Times. Kralle und Daniel auf 5 und 6, dann Payne und Mantaplatte. Auf 9 und 10 Korika und Zero. Dann K-Style und Sensei Xeno, Moritz und Philipp auf 13 und 14, Tobi und Noel, die beiden Haas auf 15 und 16. Das ist unsere Startaufstellung, wir gehen direkt rein ins Rennen, wir sind gehypt, ich hoffe ihr auch, ab geht's! Playtendo kommt gut weg, Justin ebenso hinten, Axelinho greift schon an, Danger Times schert aus, wird da ins Sandwich genommen, der Justin, aber er kann sich vorne halten, gab da die Berührung. Jetzt Kralle sticht innen an Axelinho vorbei. Der hat ein bisschen verloren durch die Berührung mit Justin. Kralle vorbei an Axelinho. Jetzt Danger Times versucht es außen an Justin. Oh, da hinten gibt es einige Berührungen. Und ansonsten geht es hier relativ im Mittelfeld ab. Und da gab es eine Berührung und Korika ist raus. Danger Times probiert's. Außenrum gegen Playtendo. Das reicht jetzt, glaube ich. Ja. Ah, sehr fair. Schön gemacht. Knappes, hartes Duell. So, Axel an der Box. Und Kralle. Ne, Quatsch. Doch, Kralle auch. Kralle auch? Das soll jetzt im neuen Grip klarkommen, ey. Habe ich jetzt gerade noch den Rest mitgenommen und geht jetzt direkt für Danger Times. Mit massig Überschuss, jawohl. Stark gemacht von Justin, zwei Leute. Ja, das riecht jetzt verdächtig nach, ich will unbedingt an die Box und zwar vor euch. Ja, haut die ganze Batterie leer, fährt jetzt rein, ordnet sich zeitig ein. Rutscht da weit raus. Oh, das war nicht gewollt, da hat er sich, glaube ich, böse verbremst, kann das sein? Ich habe es auch noch nicht, ich habe es auch nicht so ganz kapiert, ich glaube... Er hat sich eingeordnet und war zu spät auf der Bremse und ist dann rüber rausgerutscht und uiuiui, oh, das wird ihn jetzt ärgern, das war so nicht das geplant. Das war so nicht geplant, weil er hat keine Batterie mehr jetzt, ne? Richtig. Aber gut, er hat dafür nochmal DRS. Oh, das ist zu früh. Boah, aber sehr fair von beiden. Also Justin war fast ein bisschen zu hart, aber... fährt, als wäre es die letzte Runde hier. Playtendo. Ja gut, klar, wenn es natürlich taktisch so drauf ankommt, dass du vorm anderen in die Box kommst, jetzt versucht's Playtendo außen gegen Danger Times, das reicht aber nicht in der Kurve. Ein schöner Dreikampf. So, dann schauen wir mal, was Axel macht. Der wird auf jeden Fall an den beiden vorbeigehen. Ja, das ist relativ weit. Echt weit. Der Undercut ist definitiv mal aufgegangen. Bis hierhin. Ja gut, die, mal schauen, die gewinnen, dann jetzt, gegen Rennende die gewinnen ausschaut. Jetzt erstmal noch mehr Zeit. Ich sag jetzt mal, weil die haben jetzt sehr kalte Reifen, die ganzen Leute, die aus der Box gekommen sind. So. Trotz kalten Reifen geht es Justin an Daniel vorbei. Boah! Er wehrt sich nochmal, lenkt einfach eiskalt ein. Ja, da merkt man die kalten Reifen bei Justin beim Rausbeschleunigen. Schauen wir mal, wo Danger Times rauskommt. Wahrscheinlich P4, 5, 6.
Gerade so vor Justin reicht das. Justin müsste aber DRS haben und kommt dadurch eigentlich vorbei. Ja, jawohl. Gerade jetzt auch die besseren Reifen. Also selbst wenn er es hier nicht schafft, sollte es reichen auf die gesamte Runde. Ja. So, jetzt hat Danger natürlich das Problem mit dem Rausbeschleunigen. Hat jetzt aber natürlich selber DRS, fährt Kampflinie gegen Philipp. Das reicht, Philipp wird hier keinen Quatsch machen. Ja. Kann aber vielleicht innen für den Switchback gehen. Kann viel besser schon mal wieder aus der Kurve rauskommen. Ja, ja. Dann wer so ein bisschen der ganz große Verlierer ist, und das habe ich leider so gar nicht mitbekommen, das ist Danger Times, aber vor allem auch Playtendo. Ja, Playtendo ist immer ganz hinten. Ja, das ist schon richtig. Nee, aber wenn du dir den Gap anschaust zwischen 2 und 3, das ist jetzt ein Game Changer. Aber da ist jetzt ein Dreikampf hinten bei Playtendo gegen mit Zivo und Manta-Platte. Wo soll Playtendo denn hin? Das wird jetzt nur interessant. Oh, 3 wide. Oh, da gibt's die Berührung mit Manta-Platte und Playtendo. So, Zero probiert's innen. Aber die nächste ist eine links und gehört Manta-Platte. Ja. Zero auf den schlechteren Reifen. So, jetzt Danger Times vielleicht mit dem besseren Exit. Jawohl, pusht auch Batterie. Jetzt geht er an Philipp vorbei. Das ist noch nicht vorbei. Oh, Danger Times hat die Innenlinie. Wenn der Daniel jetzt vorher nicht. So, ich glaube, jetzt kommt der Move. Und Daniel gegen Justin. Einmal problemlos. Der hat eine komplett volle Batterie. Uiuiui, da war aber ganz spät auf der Bremse. Das könnte jetzt. Reicht das für ein Konter? Ja, und das freut natürlich jetzt die schau beiden. Schau dir das an, wie overpowered dieser lächerliche Scheiß-Overtake-Button ist. Und da verliert er fast das Auto beim Rausbeschleunigen. Das ist jetzt bitter, weil Justin ist da drauf gefahren. Danger Times probiert es jetzt da außen rum. Kommt da nicht, da ist die Lücke zu. Oh, außen rum. Nee, reicht boah, nicht. Da verliert das fast. Da kommt Manta-Platte, der wird das könnte jetzt Manta-Platte nutzen. Jawohl. Ja, der wird jetzt natürlich auch entsprechend Wut im Bauch haben. Aber so ist es halt. Noch nicht gegessen und das gibt jetzt. Die beiden haben sich heute schon öfter mal berührt. Ist immer noch nicht durch. Eigentlich schon. Jetzt ist es durch. Schönes Duell. Gut, er saved jetzt natürlich, versucht eher seinen dritten Platz zu verteidigen. Das wird jetzt aber schwierig. Boah, was passiert? Probiert Danger Times auch gleich. So, jetzt wird aber der Konter mit der Batterie kommen. So, Danger hat keine Batterie mehr. Ja, also Danger, Platz lassen musst du ihm dann schon ein bisschen. Oi. Bam. Ja, das war jetzt mit Ansage. Das war jetzt unklug. Das war ein bisschen mit Ansage. Das war jetzt. Ich glaube, bei Justin fehlt die Endplate. So, da ist das Manöver von Kralle. Das ist jetzt auch nicht so super astrein. Wird aber wieder ausbeschleunigt von Axel. Dann schauen wir doch Kralle die zwei hat's jetzt probiert. Probiert's immer noch. Hat keine Batterie mehr, aber DRS. Außen geht nicht. Jetzt versucht das über den Switchback und es funktioniert, weil sich Axel verbremst. Das war stark. Nice gemacht. Sehr schön von Kralle. Aber wir haben noch eine Runde. Axel hat 20% mehr. Richtig. Letzte Runde, letzte Chance für Axelino jetzt, sich die Position zurückzuholen. Er sieht, dass Kralle blinkt. Also Axel ist eigentlich sehr, sehr abgezockt. Er wird keinen Scheiß machen. Er geht jetzt für den Move, okay. Wundert mich fast. Er versucht so wenig Batterie wie möglich zu benutzen. Ja gut, er hat trotzdem noch doppelt so viel. Oh, Kralle wehrt sich einmal innen rein. Ah, aber Axel hat den besseren Exit, das dürfte es gewesen sein. Weil jetzt geht die Batterie leer. Kralle hat nicht mehr genug. Das war's. Wenn Axel keinen Fehler mehr macht. Aber ein sehr schönes Duell von den beiden. Auch ein interessanter Move von Kralle, das mal so zu probieren. Schönes Racing von den beiden, die kennen sich ja auch schon ewig und drei Tage gefühlt on track. Wie gesagt, Rivalen miteinander gefahren. Aus Season 1. Ja. Ganz stark gemacht, richtige Strategie, super Pace, super konsequent, keine Strafen. GG Axel. Yes! GG, Mann. Da hat er den Sieg. Axelinho gewinnt den Saisonauftakt in Österreich vor Kralle. Dann kommt Danger Times, der sich da den dritten Platz mit einem fragwürdigen Manöver gesichert hat. Daniel auf der 4, Kai Style auf der 5, Manta Platte die 6, Playtendo nach der verkorksten Strategie.